aus aktuellem Anlass. Eine kleine Buchlesung. Ich gebe zu, das Buch ist von mir. 2004 habe ich das veröffentlicht, oder 2006. Und ja, ich habe mir dadurch viele Feinde gemacht, aber das ist nicht das Problem. Es geht um Hypnose. Jetzt denkt jeder, oh Gott, Hypnose, das ist ja beeinflussen und ganz schlimm. Nein, Sie können das selber nachlesen, meine Damen und Herren. Ich möchte aber daraus zitieren, und zwar indirekte Suggestionen. Ich lese es einfach vor, damit Sie sich das in Ruhe, Sie können mitlesen, in Ruhe ganz einfach zu Gemüte führen. Sie können ja mir mal zurückspulen. Indirekte Suggestionen. Lassen Sie sich gerne etwas aufdringen, etwas befehlen, auch wenn es nur eine Meinung eines anderen ist. Nochmals zur Wiederholung. Der Begriff Suggestion wird hier im Buch lediglich in der Bedeutung gebraucht, nämlich als Vorschlag. Anmerkung, wenn man das übersetzt, es ist ein Vorschlag. Es ist kein Einflüstern. Ne? Weiter im Text. Trotzdem und nochmals, lassen Sie sich gern etwas vorschlagen? Hat das nicht den Anschein, als möchte man Ihnen etwas aufdrängen oder und tarnt es nur als Vorschlag? Nach allem, was wir bisher über das Unterbewusstsein wissen, arbeitet es autonom und es hört seine Sprache, die Unterbewusstseinssprache. Pardon, wenn ich jetzt hier nochmal was einfüge. UB, wenn ich UB hier schreibe, dann ist damit das Unterbewusstsein gemeint. Es gibt das Bewusstsein, womit wir täglich ganz normal alles erfassen, damit denken. Und das Unterbewusstsein ist der klügere Teil, der Teil unseres Gehirns, der sämtliche Erfahrungen des Lebens verarbeiten kann, weil er sie nämlich noch weiß. Man denkt immer, wir sind nur mit 10% unseres Gehirns ausgelastet. Nein, wir sind schon ein bisschen mehr ausgelastet, aber unser Verstand weiß nicht, dass er vieles schon weiß. Gut, jetzt wieder zurück. Nach allem, was wir bisher über das Unterbewusstsein wissen, arbeitet es autonom und es hört seine Sprache, die Unterbewusstseinssprache. Wir wissen aber auch, dass das Bewusstsein für das Logische, das Analytische, für das Rationale verantwortlich ist. Und wir dürfen nicht vergessen, dass sich das Bewusstsein im Laufe des Lebens sein eigenes Weltbild mit festen Überzeugungen zusammengesetzt hat. Diese festen Überzeugungen auf rationalem Wege beizukommen, ist sehr schwer und stößt auf viel Widerstand. Überdies kann es durchaus passieren, dass dieser Widerstand bei unserem Gesprächspartner unüberwindliche Abneigung gegen unseren Versuch, ihn zu überzeugen, hervorruft. Er macht einfach dicht. Dann können wir auch mit unserem ehrlichen Wollen kein Land mehr gewinnen. Rational, also bewusst, ist nichts mehr zu machen. Was also tun? Rhetoriker, also die Künstler der Rede, können sich nun brüsten und erklären, sie ließen es gar nicht so weit kommen, dass der Partner dicht macht. Schauen wir uns das genauer an. Eine rhetorisch falsche Aussage eines Ehemanns, der ein Auto kaufen will und darum eine Bewertung seiner Frau gegenüber abgibt, kann beispielsweise so lauten. Ich finde, der BMW 525 TD Touring ist das richtige Auto für uns, weil er so sparsam und praktisch ist. Die Antwort darauf kann vielgestaltig sein, möge aber zum Beispiel so lauten. Ein Opel ist besser und billiger. Der BMW gefällt mir gar nicht, auch nicht als Touring.
Wenn Sie, lieber Leser, die Marke BMW auch nicht mögen, fallen Ihnen sicher noch weitere Entgegenhaltungen ein. Das ist ganz in Ordnung. Was halten Sie von dieser Art, sich auszudrücken? Ich brauche ein Auto mit großem Laderaum. Es soll aber kein Lieferwagen sein. Etwas kleiner ist genug. Darum genügt mir ein Kombi. Weil ich viel unterwegs bin, soll es ein sparsamer Wagen sein. Am besten ein Dieselauto. Ich finde, ein Auto soll auch schick, aber etwas solider aussehen. Und weil ich dafür ein sehr gutes Angebot bekam, möchte ich einen 525 TDS Touring von BMW kaufen. So spräche der Rhetoriker. Haben Sie den Trick bemerkt? Der Rhetoriker liefert zuerst die Begründung und dann die eigentliche Aussage. Man sagt dazu, er liefert zuerst das Beweismaterial, zieht dann eine Schlussfolgerung und spricht erst zum Schluss das Beweisziel aus. Der Hauptvorteil dabei ist, dass das Beweismaterial nicht so viel Widerstand und damit Gegenwehr beim Partner hervorruft. Mit eleganter Schlussfolgerung zum Beweisziel könnte die Ehefrau des Mannes vielleicht etwas überrumpelt sagen, naja, da mag der BMW ja ganz richtig für dich sein. Danach dreht sie sich um und denkt sich ihren Teil. Kann sein. Sie denkt doch wieder darüber nach, dass der Opel viel billiger ist. Und es dauert nicht lange bis zum Ehekrach. Genauso gut wissen aber gute Rhetoriker, dass man schon das Beweisziel als solches auseinanderpflücken kann. Die erwähnte Ehefrau könnte ihrem Mann zum Beispiel schon nach dem ersten Satz entgegnen, wozu brauchen wir so eine große Ladefläche und die paar Kilometer, die wir fahren, nennst du viel? Schon wäre die gesamte Argumentation dahin. Ebenso leicht lässt sich die Schlussfolgerung zunichte machen. Schicke und solide Autos werden auch von Toyota, Opel oder VW gebaut. Oder knacken wir das Beweisziel stellvertretend für die Ehefrau? Selbst wenn das Angebot gut war, ist ein gutes Angebot von Opel viel billiger. Und dein Chef fährt auch nur Opel. Der wäre nur neidisch und schmeißt dich irgendwann darum raus. Gut, einverstanden. Ein guter Rhetoriker bekäme es unter Beachtung weiterer Regeln immer noch hin, seine Ehefrau zu überzeugen, indem er das Beweismaterial absichert, unabhängige Zeugen präsentiert und so weiter. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass wir es im Falle der Rhetorik überwiegend mit logischer Sprache zu tun haben. Und Logik ist die Aufgabe des Bewusstseins, was ja erlernten Beschränkungen unterliegt. Wirkliche Verhaltensänderungen und Änderungen der Denkweise erreichen wir dadurch, dass wir unsere interne graue Eminenz überzeugen, also das Unterbewusstsein. Nehmen wir lediglich die Unterbewusstseinssprache mit in unsere ansonsten rhetorischen Sätze mit auf, sprechen wir das Unterbewusstsein zwar an, aber das Bewusstsein ist ja bekanntlich in der Lage, die Arbeit des Unterbewusstseins zu behindern. Also wird es das auch tun und es muss hellwach bleiben, um die logischen Argumente des Gegenübers zu prüfen, etwas entgegenzuhalten und so weiter. Nun zur indirekten Suggestion. Anmerkung, Suggestion heißt Vorschlag. Menschen tun im Allgemeinen nur dann etwas geplant, wenn sie von der Richtigkeit des Tuns überzeugt sind. Am leichtesten lassen sich Menschen überzeugen, wenn sie es mit sich selbst tun. Wie sie das tun und ob sie das tun, sollten wir diesen Menschen überlassen. Alles andere grenzt an Unehrlichkeit und die Unehrlichkeit richtet sich gegen den Unehrlichen. Wir können unserem Partner verschiedene Wege anbieten, sich selbst zu überzeugen.
dürfen aber nicht böse oder ungeduldig werden, wenn er unseren Wegen nicht folgt. Dann haben wir nicht die richtigen Wege angeboten. Es gibt so viel über indirekte Suggestionen zu berichten, dass ich Ihnen einen eigenen Teil widme. Trotzdem ein kleiner Ausblick. Nehmen wir ein Beispiel, in dem uns ein Mensch etwas über sein bisheriges Leben erzählen soll, auf das wir ihn besser verstehen können. Falsch oder zumindest weniger wirksam wäre: Erzählen Sie mir über... Indirekte Suggestion funktioniert in diesem Beispiel so, dass derjenige, der etwas vom anderen wissen will, selbst über sein Leben erzählt. Zwanglos. Vielleicht auch etwas lustig, aber immer ehrlich. Wenn er das in einem Monolog tut, wird es sein Gegenüber bald nicht mehr aushalten, auch etwas über sein Leben zu erzählen. Dabei sei natürlich ein gewisses Vertrauen vorausgesetzt. Ein anderes Beispiel indirekter Suggestion ist die implizierte Direktive, also eine eingebettete Weisung. Was halten Sie von diesem Satz an Schüler? Und sobald ihr genau wisst, wie leicht dieser Rechenweg ist, werdet ihr euch lockerer hinsetzen, lächeln oder sogar grinsen. Nanu, wo ist denn die Direktive? Nun, sie ist mitten im Satz versteckt und sie sieht gar nicht wie eine Weisung aus. Wie leicht der Rechenweg ist. Die Direktive heißt aber im eigentlichen Sinne: Begreife den Rechenweg. Ich schrieb ja, dass ich den indirekten Suggestionen einen eigenen Raum einräume, möchte aber anhand des letzten Beispiels auch auf die Gefahren für gute Kommunikation hinweisen. Wenn Sie jetzt kurz über Gespräche im täglichen Leben nachdenken und eine weitere Ursache für die vielen damit verbundenen Missverständnisse erkannt haben, werden Sie mit dem Kopf nicken, Ihre Stirn runzeln oder das Buch für einen Moment beiseite legen. Kommen wir nun zu weiteren hypnotischen Techniken, die unbewusste Suche einzuleiten, sie aufrechtzuerhalten oder zu intensivieren. Ich lasse es an dieser Stelle mal. Schreibt mir einfach, ob ich weitermachen soll. Denn letzten Endes geht es darum, jemanden zu überzeugen. Zu überzeugen mit rhetorischen Mitteln. Und nicht nur das. Wir wollen alle was ändern. Das heißt, wir müssen Leute überzeugen. Und wir können nicht mit dem Holzhammer rangehen. Erinnert euch an das Beispiel mit dem schweren Tau. Ich kann nicht das schwere Tau werfen. Das ist viel zu dick, viel zu schwer. Ich brauche erst eine Hilfsschnur. Und so weiter und so fort. Ich habe in diesem Fall einem Wunsch, mehreren Wünschen in den Kommentaren entsprochen und habe gesagt, okay, dann mache ich. Wie hieß es? Mehr dazu, bitte. Gut, meine Lieben. Bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Das hat alles was mit Unterricht zu tun. Das hat alles was mit Kommunikation zu tun. Damit zu tun, Menschen davon zu überzeugen, dass Lernen wichtig ist. Menschen davon zu überzeugen, dass das, was im Moment passiert, Blödsinn ist. Und so weiter und so fort. Denkt an den Samstag, kommenden Samstag, 4.7. Ich melde mich hier. Ich wünsche euch, jetzt ist es 22.14 Uhr, eine gute Nacht. Also, vergesst nicht, wir machen was, aber wir machen es gut. Bis dann, tschüss.